Hallo, ich gebe dir ein paar Tipps für deinen Start ins Studium und Leben in Jena. Ganz wichtig sind die Studieneinführungstage. Da triffst du deine Mitstudierenden und Lehrenden. Vor allem aber erfährst du alles über den Stundenplan und die Organisation deines Studiums. Zuerst solltest du wissen, dass du deinen Stundenplan selbst bauen musst. Aus dem Vorlesungsverzeichnis kannst du dir deine Lehrveranstaltungen aussuchen. Alle Informationen findest du auf der Fridolin-Plattform. Dort wählst du deine Module aus. Regelstudierende melden sich hier selbst für Kurse und Prüfungen an. Beachte dabei aber die Vorgaben deiner Studienordnung. Es gibt auch Musterstundenpläne. Wie das genau funktioniert, erfährst du bei den Studieneinführungstagen. Gaststudierende suchen ihre Kurse auch im Vorlesungsverzeichnis aus. Aber die Anmeldung für Kurse und Prüfungen ist etwas anders. Nimm teil an den speziellen Informationsworkshops für Gaststudierende. Achte auf die Termine für die Fragestunde für Gaststudierende. DSH-Kursteilnehmende müssen zuerst den Eingangstest bestehen. Der Termin steht im Zulassungsbrief. Den Stundenplan bekommst du dann ein paar Tage später im Internet. Wer neben dem Studium Deutsch lernen will, kann das im Sprachenzentrum tun. Die Kurse kosten nicht viel. Verpass aber nicht den Termin für die Einstufung und Kursanmeldung. Meistens finden die in der Woche vor Vorlesungsbeginn statt. Und wer lieber privat lernen will, kann sich ein Sprachtandem suchen. Na klar, für das Studium brauchst du die Bibliothek. In die kannst du auch schon ohne Tosca gehen. Sobald du die Tosca hast, kannst du Bücher übers Wochenende mit nach Hause nehmen. Noch ein Tipp: In den Studieneinführungstagen gibt es Bibliotheksführungen. Studieren in Deutschland ist anders als in anderen Ländern und als du es vielleicht kennst. Aber keine Panik, den anderen neuen Studierenden geht es wie dir. Und es gibt Hilfe. Frage mal deine Fachstudienberatung oder deine Mitstudierenden, ob sie dir helfen können. Oder es in deinem Fachbereich Tutorien gibt, wo du den Lernstoff nochmal üben kannst. Vielleicht könnt ihr Lerngruppen bilden. Und man darf auch die Lehrenden fragen. Keine Angst! Zum Studium gehört natürlich auch der Spaß. Feiern, Leute treffen, entspannen. Am schnellsten lernst du Leute während der Willkommenstage kennen. Das internationale Büro bietet zu Beginn jedes Semesters eine Vielzahl von Veranstaltungen an. Das Programm findest du im Kalender. Komm vorbei! Im internationalen Zentrum gibt es viele Studierendengruppen, die das ganze Jahr lang Veranstaltungen anbieten und sich auf deine Teilnahme und Ideen freuen. Der Unisport bietet unzählige Möglichkeiten, sich zu entspannen und zu bewegen. Informiere dich, was im ganzen Semester angeboten wird, zum Beispiel die Semesteranfangsparty. Allein sein geht also gar nicht. Viel Spaß und Erfolg in Jena!